hast mich alleine kämpfen lassen. Stimmt. Menschen sind eine Sache. Gegen alles andere kämpfst du, bis ich Halt sage oder wir tot sind. Verstanden? Leiste deinen Teil oder wir gehen heim. Verstanden. Das ist gut. Oh, warte! Wir sind wieder hier! Können wir von hier verschwinden? Schön, dich getroffen zu haben, Brock. Ich überlege mir einen Namen für dein Tier. Ich glaube, ich werde sie undankbares Pack nennen. Hey, undankbares Pack! Komm hier! Gefällt mir! Hier lang. Warte da. Fire!
jetzt, Junge. So nah bin ich dem Berg noch nie gekommen. Er ist so groß. Wenn Mutter das sehen könnte. Komm, Junge. Sieh dir das an. Was ist das? Junge. Sieh mal, die Seite ist mit Runen beschriftet. Was steht da? Oh, niemals werde ich allein. Wie wir drei gemeinsam sein. Ein Rätsel. Vielleicht ist hier irgendwo ein Hinweis. Junge, was bedeuten die Runen? Oh, da steht Familie. Das ist kein Hinweis. Das ist die Antwort. Kann ich allein niemals sein. Stimmt's? Schreibe die Runen mit deinem Messer in den Sand. Wirklich? Kinslow. Es ist was passiert. Dass wir Brock getroffen haben, aber noch froher, dass wir von hier verschwinden. Das liegt jetzt hinter uns. Junge, diese Spuren. Ein Keiler? Nicht sicher. Ich finde ihn. Ein Krieger darf keine Fähigkeit vernachlässigen. Bereit machen! Oh!
geschafft. Junge, ich kann dein Tier da vorne hören. Ein Keiler, ich wusste es. Schieße kontrolliert. Ganz zurückziehen. Wildschweinhaut ist dick. Ich hab getroffen, oder? Es sah aus, als wäre er einfach abgeprallt. Ist der Keiler magisch? Hm. Was meinst du? Er sah nicht wie ein normaler Keiler aus. Dann hinterher. Bleib wachsam. Mehr von diesen Leuten? Etwas anderes. Manche Leute sind diese komischen toten Dinger. Hier, er ist drunter. Ich schaff das. Ellbogen hoch, Hand ruhig, entspannen. Präzision vor Tempo. Ja! Verlieren nicht. Junge. Wo bist du? Schnell, Vater! Hab ihn gefunden! Beeil dich doch! Atreus! Atreus! Was hast du getan? Hast du sie noch? Atreus! Wir wussten nicht, dass er dir gehört. Tut er nicht. Er ist mein Freund. Der Junge tat, was ich ihm sagte. Dann hilf mir jetzt. Hier, halten, bitte. Halten, er verliert Blut. Der Letzte seiner Art und ihr schießt auf ihn. Seid ihr so hungrig? Zielübungen. Zielübungen? Es tut mir so leid. Weiter Druck ausüben. Ich bin schuld, ich hätte aufpassen sollen. Stirbt er? Das werde ich nicht zulassen. Du, der Pfeil hat eine Arterie durchtrennt. Finde beide Enden und halte sie fest. Fange links an. Greifen und halten. Nun die rechte Seite. Halt sie fett gut. Jetzt zieh sie zusammen. Aneinander. So nah. Fuck.
bist eine Hexe. Hier kann ich ihn nicht ganz heilen. Mein Haus ist gleich hinter den Bäumen. Trägst du ihn? Er darf nicht sterben. Gut, er scheint fürs Erste stabil zu sein. Greta! Hier lang. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Ich habe euch hier im Wald noch nie gesehen. Sie muss dich vermissen, so weit weg von zu Hause. Sie ist tot. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Das war ihr letzter Wunsch. Junge. Das tut mir wirklich leid. Wir sind da. Du wohnst in einem Baum? Nicht darin. Darunter. Hey, Billy! Schau! Ist schon hier. Ist der nett? Junge. Es droht keine Gefahr. Versprochen. Er ist harmlos. Schnell. Auf den Kreis da. Halt ihn ruhig. Lebst du allein? Es ist besser so. Ja, mein Vater mag Leute auch nicht. Junge. Aber stimmt doch. Halt ihn ruhig, er verletzt sich selbst. Gut. Ruhig. Ruh dich aus. Ich brauche zwei Dinge. Frische Rotwurzel wächst hinter dem Haus. Bringst du mir ein Büschel davon? Was noch? Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen. Das geht dich nichts an. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen, glaub mir. Ich weiß es. Wenn sie euch finden, was sie werden, wird es sehr schwierig. Der Junge wird Fragen stellen. Das ist dann mein Problem. Was auch immer du verbirgst, du kannst ihn nicht ewig beschützen. Aber du hast recht. Geht mich nichts an. Ich brauche auch Gartenschaumkraut. Eine weiße Blume in meinem Garten. Eine Handvoll. Klar. Gartenschaumkraut. Hilfst du mir? Ich schaffe! Ist nicht allein. Hilft das hier?
Wann habe ich... Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Wenn ich es verloren hätte... Du hast es verloren. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Genau, was ich brauche. Wird er überleben? Ja. Dann gehen wir. Halt! Ich will euch danken. Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor denen, die eure Reise stören könnten. Lena. Lena. Hey, Millie. Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt. Geht den Weg nach unten und dann auf das Licht zu. Sehen wir dich wieder? So oft oder selten, wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Komm, Junge. Unterirdische Durchgang bringt euch wieder zurück auf euren Weg zum Berg. Nehmt einfach das Boot. Moment. Und nehmt den hier. Er dient euch in der Welt zur Orientierung und Navigation und wird euch immer zu euren Zielen führen. Nachtmare. Mutter hat mir von ihnen erzählt. Ich dachte nicht, dass es sie wirklich gibt. Nachtmare? Ja. Sie verursachen Albträume. Sind sie Albträume? Vergessen. Ich wünschte, ich könnte sie fragen. Jetzt kommen wir schnell zum Berg. Ich kann gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Es gab eine Zeit, da dachte ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Für deine Krankheit konntest du nicht. Oh, ich weiß. Ich wollte einfach nur sagen, das hier ist toll. Da ist der Berg. Sieh mal, wie nah wir sind. Wir treiben ins Meerwasser. Tun wir das? Riechst du es nicht? Wenn dieser Geruch das Meer ist, dann stinkt es. Sieh doch mal, das ist Thor. Thor, Gott des Donners. Genau. Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Aber ich selten. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh, das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott, Sohn von Odin und Frigg. Und Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Ich glaube, ich sehe etwas. Da hinten in der Mitte des Sees. Thank you.
kann Runen sehen, auf der Brust. Sie sind kaum zu erkennen. Da steht: Opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du es tun? Die Axt kommt nicht zurück. Siehst du? Und da ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Und da ist der Berg. Sieh nur, das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum Goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hä? Huh? Und da ist sogar ein Dock. Da, neben der Flagge. Wir gehen zuerst zum Dock, oder? Wir sind die Ersten, die seit wer weiß wann darüber gehen. Kennst du diese Schlange? Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass sie die ganze Welt umspannt und sich ins eigene Ende beißt. Etwas übertrieben. Ich weiß nicht. Sah verdammt groß aus. Ist das der Weg zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprössling. Ich hab da was für euch zwei. Brock? Aber wie bist du... Das geht dich einen Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Was er wohl will? Unsere Geduld testen. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab. Rennt ihr überall so herum? Fang! Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Eine Abkürzung zwischen den Welten. Wenn ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Direkt hierher und sonst nirgendwohin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals, 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 nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen. Ja.
Dann mal los! Turm hindurch zum Berg. Bereit. Diese Runen kenne ich nicht. Aber mit einer Chiffre könnte ich sie bestimmt lesen. Sieh mal hier, noch eins. Sieh mal, das ist die Weltenschlange. Sie ist so viel größer, als ich dachte. Da, sie hat Thor gebissen. Oder wird ihn beißen, offenbar.